Genau, es war so ein kleines Déjà-vu, motiviert werden zum Beten, so wie letzte Woche. Da war ja der Janni da, hat uns mit hineingenommen in den Auftakt von unserer neuen Predigtserie Vater Unser. Und ich bin schon da im Gottesdienst, saß ich drin und mir ist richtig so eine Lust aufgestiegen. Hey, ich möchte wirklich beten, ich möchte mit meinem Vater reden und mit ihm Zeit verbringen. Und genau, mich hat es motiviert, wie die Jünger zu bitten, Herr, lehre mich beten, Herr, lehre uns beten. Weil diese Bitte, und das glaube ich von meinem tiefen Inneren, diese Bitte an Jesus hat das Potenzial, unser Leben komplett auf den, und das meine ich positiv, komplett auf den Kopf zu stellen. Diese Bitte, Herr, lehre uns beten. Und wir das dann zu erleben, dass Gott mit uns redet. Ich weiß nicht, wenn du an letzten Sonntag denkst, er weiß es schon. Er weiß es schon, bevor wir ihn darum bitten. Das fand ich der Hammer, einfach nochmal mit dieser Überzeugung auch zu beten, weil genau in dieser Weise sollen wir auch dieses Gebet beten. Mit dem Wissen, dass er schon weiß, was wir brauchen, bevor wir bitten. Das Zweite fand ich auch spannend. Wenn ich bete, ja, was bekomme ich da davon? So die Frage umzudrehen, sagen, hey, was verpasse ich, wenn ich nicht bete? Hat mich auch angesprochen. Ich fand es dann auch so schön, wo der Janni so diesen Menschen im Staub da hatte und dann gesagt hat, als der Atem Gottes in diesen Staub, diesen Ton kam, dass er gesagt hat, und wir wurden zu einem betenden Wesen. Das fand ich auch einen absolut spannenden Gedanke. Und dann ja in der gleichen Szene, wie es da heißt, Gott schuf, damit wir. Gott schuf, damit wir. Damit wir arbeiten, bearbeiten, bewahren, bebauen und so weiter, dass wir tun können. Und dann zum Schluss, und das fand ich auch nochmal motivierend, wie er ausgeführt hat, wie die Jünger so auf eine Reise gegangen sind von Herr, lehre uns beten, wir haben keine Ahnung, wie das geht. Und er hat sie auf eine Reise genommen und dann am Ende, was haben sie gemacht? So vor dem Tempeltor, hey, wir haben kein Gold und Silber, wir haben nichts, was wir dir geben können, aber im Namen Jesus steh auf und geh. Oder Paulus im Gefängnis. Okay, ich meine, jetzt beten wir. Und was passiert? Gefängnistüren gehen auf. Und das, was Janni gesagt hat, die Geschichte der Jünger, die kann auch unsere Geschichte sein. Die kann auch unsere Geschichte sein. Und ich wünsche mir für mich, dass es meine Geschichte ist. Und auch, dass es deine Geschichte ist. Und so lasst uns noch einen Moment nehmen, vielleicht jeder persönlich, da wo du gerade bist. Und wenn das dein Wunsch ist, dein Herzenswunsch, wie es meiner ist, dann lasst uns doch mit der Bitte zu Jesus auch jetzt gerade, jetzt gehen und sagen, Herr, lehre uns beten. Vielleicht nimmst du dir einen ganz kurzen Moment und sagst, Herr, ich möchte das. Jesus, lehre mich beten. Herr, lehre uns beten. Herr, lehre uns beten und wir möchten einfach in dieses Muster eintauchen, das du deinen Jüngern gegeben hast, auch für uns. Genau, Jesus hat seinen Jüngern Muster gegeben und mir ein Muster gegeben und wir wollen mal eintauchen, wie beginnt denn dieses Muster? Und da heißt es, ihr sollt so beten und dann sagt Jesus, unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt. Das erste Wort ist unser. Jesus beginnt dieses Gebet in der Pluralform. Und wir wissen, wie es weitergeht. Unser Vater, gib uns heute unser tägliches Brot und vergib uns unsere Schuld und lass uns nicht in Versuchung geraten. Jesus sagt nicht mein Vater. Sagt nicht mein Vater. Warum nicht? Weil er gleich zu Beginn uns in diese Tatsache mit hineinnehmen will, dass wir alle in eine neue Familie hineingeboren worden sind. Dass ich, mich, meiner, mir
Das kommt nicht vor, sondern nur wir und uns. Und ich finde es so spannend, dieses Gebet aus dieser Perspektive anzuschauen, weil es uns aus dieser Selbstbezogenheit befreit. Und die ich mir, oder die, wie hat er es gesagt? Und wenn ich so sagen kann, wir hatten nicht unbedingt, wir beide, so ein ganz entspanntes Verhältnis. Und ich wusste nicht, auf was passiert zu Hause. Wie wird es sein, wenn ich nach Hause komme? Und deshalb bin ich einfach so wahrscheinlich im Schnitt 4 Tage die Woche nach der Schule nicht nach Hause gekommen, sondern zu einem Freund gegangen. Ich habe auch keinen Freund mitgebracht. Warum? Weil ich mich nicht verlassen konnte auf das, was ich zu Hause erleben kann. Und Gott ist sowas von anders. Wir können uns auf ihn verlassen. Er wird sich nicht ändern. Seine Gedanken über dir, seine Liebe zu dir, dass er jubelt und sich freut über dich, wird sich nicht ändern. Boah, was für eine Sicherheit. In was für einer Sicherheit dürfen wir leben? Gott ist liebend und fürsorglich. Gott ändert sich nicht. Und Gott ist ein kompetenter Vater. Für Gott ist nichts unmöglich. Für Gott ist nichts unmöglich. Es wird nie eine Situation in deinem Leben geben, wo unser Vater nicht weiß, was er tun kann, was er sagen soll, wie er eingreifen muss. Unser Vater steht niemals hilflos da. Er ist kompetent. Er weiß, was zu tun ist. Und ich habe euch gerade schon hineingenommen, gell? Unser Papa ist früh gestorben, wir waren 20 Monate und es gab wirklich zeitweise Phasen in unserem Leben, wo wir irgendwie ohne einen Vater, einen kompetenten Vater zu Hause zurechtkommen mussten. Ich erinnere mich noch ganz gut, wir hatten so diesen Handtuchhalter im Bad. Der war total locker, weil der Dübel nicht mehr gehalten hat. Und mein Bruder und ich, wir haben dann einfach 2 Dübel ineinander, das, was man halt hatte, mit viel Klebstoff, irgendwie in dieses Loch rein, damit es irgendwie hebt. Irgendwie hält. Und es war eine berechtigte Unsicherheit mit damit verbunden, dass es hebt. Es hat der Vater gefehlt. Ein Vater gefehlt, der kompetent war, der uns Zuversicht und Sicherheit und Mut gegeben hat in dem, was wir da gemacht haben. Und unser Vater ist kompetent. Und das finde ich so Hammer. Wir können zu ihm gehen, er weiß alles. Unser Vater ist liebend und fürsorglich, verändert sich nicht und ist kompetent. Und das magst du alles heute Morgen vielleicht unterschreiben, aber meine Frage an dich ist, glaubst du das? Glaubst du das nicht hier, sondern mit deinem ganzen Wesen, dass du so lebst, dass er dich liebt, dass er sich nicht verändert und dass er kompetent ist? Das ist die Frage auch an uns heute Morgen. Uns einlädt, dass wir das persönlich erleben können. Aber alles, und es nimmt es mit, alles, aber alles beginnt mit dem Vater. Und wo ist der Vater? Wo ist der Vater? Die erste Zeile in diesem Gebet gibt uns ja die Antwort. Es ist unser Vater im Himmel. Er ist im Himmel. Und der Himmel, das ist nicht irgendwie ein Ort. Der Himmel ist der Thron Gottes, es ist eine Dimension, die wir nicht sehen können, aber in der es nur Licht gibt, heißt es mal im Wort Gottes. Und manchmal, wenn wir beten, und da hilft uns dieses Gebet, das ist ein Wunder für uns, Hilfestellung für uns, weil manchmal, wenn ich bete, vielleicht geht es dir genauso, ich tue das von der Erde aus, mit dieser Perspektive, da bete ich. Und Jesus lädt uns ein aus einer ganz anderen Perspektive zu beten. Alle
alle Situationen, alle Beziehungen, alle Herausforderungen, so lädt Jesus uns ein, aus der Perspektive des Himmels heraus zu beten. Und das ist vielleicht eine Frage, die du mitnehmen kannst. Wie würden wir denn beten? Wie würdest du denn beten und leben aus der Perspektive des Himmels heraus, wenn du nicht hier stehst, sondern da am Scheinwerfer? Wie würdest du beten? Das wollen wir entdecken. Herr, lehre uns beten. Und dann sagt Jesus, wie sollt ihr beten? Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein, oder dein Name werde geheiligt. Warum weist Jesus hier in dieser, am Ende dieser Zeile noch auf die Heiligung deines Namens in dieser ersten Bitte hin? Ist Gott schon nicht unser Vater geheiligt? Ist er das nicht schon? Und ich fand es spannend, in eine englische Bibelübertragung reinzuschauen, die heißt The Message von Eugene Peterson. Und er hat den Vers ins Englische folgendermaßen übersetzt. Da heißt es, Our Father in Heaven. Our Father in Heaven. Reveal who you are. Genau, guckt mal, ob ihr das als Folie habt. Our Father in Heaven. Reveal who you are. Unser Vater im Himmel, offenbare, wer du bist. Und was Jesus hier macht, ist, er nimmt die Ewigkeit und bringt sie mit in diese Gegenwart, weil genau das, was das passiert unter uns, Jesus oder der Vater offenbart sich Stück für Stück unter uns und am Ende der Zeit wird der Vater vollkommen sichtbar sein. Dann wird jeder erkennen, dass er Gott ist. Und so wie es Paulus mal so schreibt, dann wird Gott alles in allem sein. Wissen, jeder wird die Knie beugen und Gott anerkennen. Und das war das Ziel von Jesus. Das Ziel von Jesus, warum Jesus hier auf der Erde war, war den Vater oder die Herrlichkeit des Vaters zu offenbaren. Sagt er ständig. Das war sein Ziel. Und wisst ihr, dass sein Ziel unser Ziel wurde? Jetzt passt Matthäus 5,16, weil da heißt es, so soll euer Licht vor den Menschen leuchten. Sie sollen eure guten Werke sehen. Warum? Nicht wegen den guten Werken, sondern die guten Werke weisen wohin? Auf den Vater, weil sie sollen unseren Vater im Himmel preisen. Das ist das Ziel. Und wie Jesus, so dürfen wir die Herrlichkeit Gottes zu dem Mittelpunkt unseres Lebens machen. Ja, seid ihr noch dabei? Um die Herrlichkeit vom Vater darf sich unser Leben drehen. Und wenn wir beten, dein Name werde geheiligt, dann bedeutet es, dass wir sagen, möge die Herrlichkeit deines Namens das Zentrum meines Lebens sein und worum sich mein ganzes Leben dreht. Was für eine unglaubliche Aussage am Anfang des Gebets. Bevor wir dann reingehen in unser tägliches Gebet, oder unser tägliches Brot, das, was wir brauchen, in unsere Beziehungen, das, was da alles auch noch wichtig ist, dürfen wir aus dieser Perspektive starten, dass es nur um den Vater geht und um seine Herrlichkeit und nicht um unseres. Warum? Weil alles aber beginnt mit dem Vater. Unser ganzes Leben dreht sich um ihn. Unser ganzes Leben dreht sich um ihn. Denn Gott ist es. Und es ist dieser Hymnus, den Paulus irgendwann schreibt im Römerbrief. Denn Gott ist es, von dem alles kommt, durch den alles besteht und in dem alles sein Ziel hat. Ihm gebührt die Ehre für immer und ewig. Amen. Wenn wir beten, sollen wir so beten. Und da heißt es, unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt. Was für eine erstaunliche erste Zeile, die wir in diesem Gebet finden. Und ich finde die Zeile so wichtig, weil wir mit dieser Zeile, wenn wir das sagen, auch eine Aussage über uns treffen.
Wir treffen auch eine Aussage über uns, unsere eigene Identität. Weil wenn wir diese Aussage sagen, unser Vater, dann reden wir gleichzeitig zu uns, dass wir seine Kinder sind. Dass wir einen Vater haben, dass er unser Vater ist. Wenn wir beten, unser Vater im Himmel, dann sagen wir ja zu dem, wer wir in seinen Augen sind. Und wir sagen ja in diesem Moment zu diesem wunderbaren Vater. Alles beginnt mit dem Vater. Wenn wir beten, wenn du lernen willst zu beten, und das Schöne ist, dass wir das tun können, dann dürfen wir das tun mit der richtigen Perspektive. Und wenn wir mit dem Vater beginnen, dann haben wir die richtige Perspektive.